Ach. Hallo Leute. Lest gerade ein Buch. Und dachte mir, ich könnte euch ja mal ein paar Sachen erzählen. Ich habe tatsächlich vor wenigen Tagen einen Vlog gebracht. Also aufgenommen, in dem ich ein bisschen was erzählt habe. Und unter anderem meinen Adventskalender dieses Jahr vorgestellt habe. Ich habe mir nämlich einen Tee-Adventskalender besorgt mit Tee, weil ich ein großer Tee-Freund geworden bin. Und hier steht auch eine Menge Tee. Und habe euch dann so vorgelesen, was das so für Tee ist in dem Adventskalender. Unter anderem habe ich auch erzählt, dass ich eine Videoreihe starten wollte, mal wieder eine Daily Vlog-Reihe. Also dass im Dezember mal jeden Tag mal wieder ein Vlog online kommt, weil diese Daily Vlog-Reihen im Dezember 16, September 17 und März 18 eigentlich echt cool waren, fand ich zumindest, und hatte auch gute Zuschauerzahlen und auch nette Kommentare und sowas, und das war echt immer ganz cool. Das hat mir viel Spaß gemacht, das aufzunehmen als auch zu veröffentlichen. Deswegen dachte ich mir, man könnte das ja diesen Dezember einfach mal wieder machen. Hab dann allerdings relativ schnell gemerkt, daraus wird nichts, weil ich einfach a. viel zu wenig Zeit habe, b. viel zu wenig Möglichkeiten habe, weil ich habe, hinter euch steht mein Computer und der ist halt hier in meiner aktuellen Wohnung. Und ich bin aktuell, wenn ich jetzt am Wochenende mal oder so in der Heimat bin, nehme ich den definitiv nicht mit. Wenn ich über Weihnachten in der Heimat bin, über Silvester weg bin oder sowas, dann habe ich den nicht bei mir und dann habe ich keine Möglichkeit, selbst wenn ich die Kamera dabei hätte und schneiden würde, irgendwie ein Vlog dabei hätte und aufnehmen würde, einen Vlog daraus zu schneiden und zu veröffentlichen. Und dann dachte ich mir, okay, wenn ich dann von den 31 Dezember-Tagen dann vielleicht 10 Dezember-Vlogs mittendrin bringe, bringt es auch nichts. Habe es dann deswegen sein gelassen. Warum ich jetzt den anderen Vlog nicht hochgeladen habe, ich habe da so viel drumherum gelabert und das Bild hat auch die ganze Zeit rumgewackelt und so, weil ich hier in meinem Raum auf und ab gelaufen bin. Und ich dachte mir dann, nee, ey, das sind fast 15 Minuten reines Geschwafel und das brauche ich dann doch nicht uploaden. Dann fasse ich das Wichtigste hier einmal kurz zusammen, das habe ich jetzt in 3 Minuten getan. Am liebsten würde ich jetzt einfach auch nur drauf loslabern, euch mal ein bisschen wissen lassen, was so geht aktuell in meinem Leben und was sich so verändert hat in der letzten Zeit, woran ich euch nicht habe teilhaben lassen und sowas. Aber ich muss mir ja noch Themen aufheben, für wenn ich dann demnächst mal anfange mit Livestream. Auf Englisch. Also eigentlich wollte ich euch nur erzählen, dass ich mir Gedanken gemacht habe, mehr Vlogs zu machen und das dann nicht gemacht habe. Ich kann euch mal ein bisschen von dem Tee zeigen, aus dem Tee. Ich lerne gerade Arabisch. Nee, irgendwie, ganz ehrlich, habe ich gerade gar nicht so viel Interessantes zu erzählen. Aber ich denke, wenn man so mich persönlich kennen würde, also wenn genau du ein Kumpel von mir bist, lieber Zuschauer, dann hätte ich gerade, glaube ich, wirklich eine Menge zu erzählen. Aber so für YouTube ist gerade alles relativ ruhig. Man weiß ja auch sowieso nicht, wie das jetzt mit YouTube weitergeht, mit den ganzen rechtlichen Entwicklungen und so weiter. Deswegen versuche ich mich gerade auch nicht zu sehr auf den Kanal zu versteifen. Und deswegen bringe ich jetzt auch unbedingt noch alles, was ich gerade noch auf Lager habe, dann demnächst mal hoch. Um es zumindest einmal online gehabt zu haben, falls es wirklich dann weg sein sollte. Oder durch irgendwelche Filter oder was weiß ich gereden. Gut.
Dann habe ich euch jetzt 5 Minuten vollgelabert mit nichts und frage einfach mal, wie geht's euch denn so? Habt ihr irgendwelche Fragen oder irgendwas dergleichen? Dann schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Ich bin aktuell durchaus gewillt, mal ein bisschen kommunikativ zu sein. Und die Kommentare eignen sich dafür gut, weil ich kein Twitter oder sowas benutze. Deswegen viel Spaß. Und ich fange demnächst an mit Livestream, aber auf Englisch. Tschüss. Mein Fernsehen funktioniert nicht. Also mein Fernseher geht, aber mein Fernsehen nicht. Und ich muss morgen in die Uni, aber es ist schon 2:05 Uhr.